Herzlich willkommen zum heutigen Video. Das jetzt ist eine Ankündigung über die nächste Serie von Videos, die jeden Sonntag kommen werden. Meine IOD-Sonntage, die sich hauptsächlich um Antipersonenminen gedreht haben, sind vorbei. Vorerst jedenfalls. Ich weiß nicht, ob ich nochmal was dazu mache. Und die letzten Wochen habe ich mich hauptsächlich wieder mit dem ABC-Schutz beschäftigt, dem Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren. Und das wird jetzt auch Teil der nächsten Videoserie werden. Es wird viel um Schutzmasken gehen. Wie hier die sowjetische GP5-Maske, die man für wenige Euro bekommt. Oder hier die Bundeswehrmaske M65. Ich habe ja schon einige Videos gemacht über den ABC-Schutz. Da ist es viel um die theoretischen Gefahren und den praktischen Schutz gegangen. Wenn zum Beispiel Nuklearwaffen detonieren und so weiter. Und jetzt liegt der Schwerpunkt ganz klar bei den Schutzmasken. Da will ich euch auch einen YouTube-Kanal sehr empfehlen, den Weapons and Stuff. Von dem habe ich auch selber durchaus einiges gelernt. Aber das ist ja keine Kopie seiner Videos. Ich habe ja durchaus auch selber einige professionelle Ausbildungen darin durchlaufen. Ja. Ich mache diese Videoserie aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen bin ich der Meinung, der Staat, die ganzen staatlichen Institutionen kommen ihren Verpflichtungen nicht nach. Den Verpflichtungen, die einfach anstehen. Wir befinden uns jetzt, meiner Einschätzung nach, wieder am Anfang eines neuen Kalten Krieges, wie damals. Das ist die ZB Illustrierte vom zivilen Bevölkerungsschutz. Diese Zeitschriften könnt ihr alle runterladen beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz ab 1956. Alle Jahrgänge könnt ihr kostenlos runterladen. Und daraus lese ich euch gleich eine Kleinigkeit vor. Das ist aus dieser Ausgabe Nummer 15, steht da oben. Und dann kommen noch andere Faktoren dazu. Ich habe es auf dem Blog schon erwähnt und ich habe es in einem Video auch schon erwähnt. Ich habe neulich einen Krisenvorsorgeblog bin ich drauf gestoßen. Der nennt sich sogar was mit Profi. Wer das genau ist, mag ich nicht sagen, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall ist auf diesem Blog glasklar ersichtlich, dass er über keinerlei ABC-Schutzausrüstung verfügt. Sondern er hat nur Fotos aus dem Internet runtergeladen und Links zu Amazon, wo er Geld bekommt. Und dann sagt er euch, ihr müsst die tolle neue Schutzmaske von Dräger, Auer, sonst was kaufen, die 200-300 Euro kostet. Weil ausgemustertes Militärmaterial taugt nicht. Das ist ja aus gutem Grund ausgemustert. Das ist in vielerlei Punkten totaler Unsinn. Diese Masken sind 30 Jahre alt, 40 Jahre alt. Die funktionieren in der Regel einwandfrei. In meinen Videos werde ich einiges zeigen, wie man die testet. Mit improvisierten Tests, mit Geruchsstoffen, die sogar in der Lage sind, die Filter zu testen, ob die Aktivkohleschicht funktioniert. Mit professionellen Tests. Das war eine Testmaschine der Bundeswehr, mit der man den Druck testen kann, die Druckdichtigkeit. Dann betreibt dieser Blogger einfach nur Werbung. Er will euch Sachen verkaufen und behauptet deswegen, ihr müsst das kaufen, obwohl er es selber nicht macht. Nichts würde mir ferner liegen, wie euch zu sagen, ihr müsst euch so eine Schutzausstattung kaufen. Das ist ja totaler Schmarrn. Jeder muss ja für sich selber wissen, was er braucht. Und so eine ABC-Schutzmaske mit so einem Filter ist in allererster Linie erstmal gegen Giftgas vorgesehen. Sie schützt vor sehr vielem anderen auch. Aber zum Beispiel bei einer Kernwaffendetonation reicht es, wenn man einen Partikelfilter hat. Das hier ist jetzt noch was Spezielles mit einem Reaktorfilter gegen radioaktives Jod, aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Sondern der Giftgaseinsatz ist total unwahrscheinlich. Es gibt ja praktisch gar kein Giftgas mehr bei den Großmächten. Ist ja alles vernichtet worden. Also würde ich nie auf die Idee kommen zu sagen, das braucht man. Andere Dinge braucht man. Man braucht einen Feuerlöscher zu Hause, man braucht eine Bargeldreserve, man braucht einen Lebensmittelvorrat, einen Kocher. Wer das nicht hat, der ist wirklich ein Idiot.
Aber wer keine Schutzmaske hat, ja, dann hat er keine Schutzmaske. Ist nicht so, als würde ich damit rechnen, dass man die gleich, dass gleich das ganze Stadtviertel voll mit Kampfstoff ist, mit chemischem, ist ja totaler Schwachsinn. Also, das liegt mir sehr fern. Es hat mir sehr sauer aufgestoßen. Das war nicht nur dieser Blogger, sondern auch große Blogger aus den USA, die dann Geschäfte haben und euch dann irgendwelche Filter andrehen wollen, die 50 € Stück kosten. Sie wollen einem was verkaufen und das ist einer der Gründe, warum ich keine Werbung betreibe auf meinem Kanal. Es wird ein bisschen um das Improvisieren gehen. Hier diese selber gebauten Schutzmasken, die kennt ihr wahrscheinlich alle. Wird kein Schwerpunkt sein. Viel über die Technik von Schutzmasken. Das ist ein Overgarment, einer der neuen einteiligen Overgarment. Ob ich dazu ein Video mache, weiß ich noch nicht. Es sind auf jeden Fall, jetzt kommt die gute Nachricht, es sind schon 10 Videos fertig. Das heißt, für über 2 Monate sind die ABC-Schutzsonntage schon mal gesichert. Zur sowjetischen GP5 plane ich ein bisschen was. Das ist alles noch in Planung, da ist noch kein Video da. Es kommt auch sowas, solche Themen, zu denen man sonst nicht viel hört, wie Klarscheiben, Antibeschlagmittel. Sagt ja sonst kaum jemand was zu. Zu den Atropin-Autoinjektoren habe ich bisher nichts geplant. Mal gucken. Ja, die sind echt. Ja, die unterliegen dem Arzneimittelgesetz, aber deswegen kann man die ja trotzdem legal besitzen. Ihr habt ja wahrscheinlich alle zu Hause Medikamente liegen, die verschrieben sind und legal sind. Aber da sind wir wieder beim Thema. Chemischer Kampfstoff ist keine wirkliche Bedrohung hinsichtlich einer kriegerischen Auseinandersetzung. Das wird dann mehr terroristisch interessant. In den 50er Jahren entwickelte sich der Kalte Krieg. Und da sind wir jetzt heute auch in einem ähnlichen Stadium, nicht im selben. Es ist aber ähnlich. Und in den 50er Jahren waren die staatlichen Behörden, die hatten das Ziel, den Bürgern zu erklären, nicht nur wie der Selbstschutz vor Massenvernichtungswaffen funktioniert, sondern vor allem, dass es sinnvoll ist und dass es funktioniert. Wenn man heutzutage irgendeinen Bericht im Fernsehen anschaltet, wo es über Massenvernichtungswaffen geht, dann wird immer gesagt, das wird immer vermittelt, das macht ja eh keinen Sinn. Man hat ja eh keine Chance. Das kommt alles, jetzt trete ich vielen auf die Füße, entschuldigt es. Das kommt alles durch die Drückeberger und Kriegsdienstverweigerer, die jetzt bei den Medien arbeiten. Die haben alle keine Ahnung davon. Und wenn man keine Ahnung hat und auch nie irgendwas in der Richtung geleistet hat, dann sagt man sich, nee, das macht, das bringt ja eh nichts. Und genau da ist der Knackpunkt. Das ist totaler Schmarrn. Den Menschen in den 50er Jahren war das bewusst. Deswegen zeige ich euch das. Geht auf die Seite vom BBK, ladet euch das Zeug runter. Lest es. Es ist wirklich interessant. Und da war der Geist ein ganz anderer, als ihn heute die Medien vermitteln. Ich lese euch hier jetzt was vor. Das ist sehr schwer zu lesen. Entschuldigt, wenn ich auch ein bisschen holper beim Lesen. Das ist etwas schlecht gedruckt. Ihr seht hier Trümmerlandschaften und in der Mitte steht ein einzelnes intaktes Haus. Ein Beispiel von vielen ist dieses Haus. So berichtet der große Bruder seinen Arbeitskameraden. Er war damals als Melder eingesetzt, doch dieses Bild hat er sich aufgehoben. Mitten in einem größeren Trümmerfeld stand dieses Haus. Lange Zeit ein Beweis davon, was ein mutiger Einsatz der Selbstschutzkräfte damals vermocht hat. Ein mutiger Einsatz in der Brandbekämpfung. Damals war Luftschutz hauptsächlich Brandschutz. Und das Haus blieb erhalten. Seine Mahnung an die Bürger, nimmt es ernst, der Einsatz lohnt sich. Auch ein Dokument aus vergangenen Tagen. Dieser Ort wurde von schweren Luftangriffen getroffen. Soweit es sich nur um Brandbomben handelte und noch genügend Löschwasser zur Verfügung stand, gaben die Selbstschutzkräfte den Kampf gegen die zerstörenden Gewalten nicht auf. Ihre Belohnung war die Erhaltung ihrer Wohnung. Das sind Sachen, wenn ich das lese, das muss ich erst mal setzen. Das ist wirklich knüppeldick.
Da diskutiert die Politik, bauen wir Schutzräume, dann wird gesagt, es hat im Kalten Krieg ja auch nicht genug für alle gegeben, dann lassen wir es gleich bleiben. So ein Schmarrn. Wenn man nie anfängt, dann kann man auch nicht fertig werden. Die Schweiz hat für ihre gesamte Bevölkerung Schutzräume und kann sich gemütlich zurücklehnen. Das hier ist eine Grafik, die die unterschiedlichen Auswirkungen einer Atombombe zeigen soll. Brandwirkung, Druck und Sog und so weiter. Das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Die Schadenszonen. Es wird immer vermittelt, bei einer Atombombe ist man ja eh gleich tot. Was soll ich mich denn da vorbereiten? Die Schadenszonen werden wesentlich größer sein, wenn es einmal zum Einsatz atomarer Waffen kommen sollte. Aber auch dann wird es genauso wie in der Vergangenheit bestimmte Randzonen geben, in denen Menschen oder Sachwerte noch zu retten sein werden. Es wäre töricht, wollte man diese Möglichkeit nicht ergreifen. Großbrände können immer nur dadurch entstehen, dass eine Anzahl kleinerer Entstehungsbrände unbeachtet bleibt. Das zu verhüten ist Aufgabe des Selbstschutzes und der Kräfte des erweiterten Selbstschutzes. Der erweiterte Selbstschutz ist sowas wie die Freiwillige Feuerwehr am Ort gewesen damals. Ja, wie gesagt, das ist mein Ziel. Ich hoffe, dass ich weiß auch, dass sich bei vielen staatlichen Stellen was tut. Ich habe viel Kontakt gehabt zu welchen, die das beruflich machen, die das professionell machen. Mit einem Autor eines Fachbuchs, viele Grüße, hatte ich Kontakt. Und auch mit einem Vertreter einer staatlichen Schule hatte ich auch Kontakt. Dann habe ich auch, ich habe mit noch mehr Menschen Kontakt, die da wirklich professionell drin arbeiten. Und da tut sich ein bisschen was, aber halt ein bisschen. Ja, gut. Ich hoffe, diese ABC-Schutz-Sonntage oder wie ich sie nennen werde, sie fangen nächsten Sonntag an gleich. Jetzt, wo das Minenthema vorbei ist, die stoßen auf Interesse. Kein Mainstream. Natürlich ist es kein Mainstream. Aber warum sollte man es nicht machen? Ich halte es für wichtig. Und ich mache das nicht für Klicks und nicht für Werbung. Und es werden auch Mainstream-Themen kommen wieder. Schaut mal, was ich hier habe. Das ist eine Kimmer-Schreckschusspistole aus Frankreich. Modell 75. Das ist meine erste französische Schreckschusswaffe. Also es ist eine italienische mit französischer Zulassung. Diese Waffe ist frei verkäuflich in Deutschland. Kommt natürlich auch ein Video zu, wo ich auch erkläre, warum sie frei verkäuflich ist. Aber jetzt schaue ich erstmal, dass ich die ABC-Schutz-Sonntage noch geordnet kriege und dann noch ein paar weitere Videos mache. Und ich hoffe, das stößt auf Interesse. Ich hoffe, ich kann euch da wieder begrüßen. Und genau, macht's gut. Hoffentlich bis bald.